Mit diesen Bildern begrüße ich euch hier vom der 16 Platte in Duisburg. Hier will ich heute mal ganz spontan eine Runde spazieren gehen, weil ich meine neuen Wanderschuhe mal antesten will. Die habe ich von meinem Händler kostenlos, was heißt kostenlos, ist Quatsch, zum Testen mit nach Hause bekommen. Und zu Hause tragen sich ganz gut, aber richtig testen kann man die ja tatsächlich dann nicht. Also bin ich jetzt aus der Wohnung raus und habe sie damit gekauft und hoffe, dass das nach dem Spaziergang hier immer noch gut aussieht. Ich nehme euch mal mit. Sechseenplatte sind wir ja nicht das erste Mal. Wir sind schon zwei, dreimal mit dem Fahrrad hier durchgerauscht. Heute mal zu Fuß. Da geht's los. Horizont, die Brücke, die gefällt mir ganz gut. Da möchte ich mal drüber. Gucken wir mal, ob wir die so finden. Ich bin jetzt knapp einen Kilometer gelaufen. Das ist ja noch nicht wirklich viel, aber was mir aufgefallen ist, vom Parkplatz an bis hierhin einfach nur Bauzaun. Und das geht anscheinend auch immer noch weiter. Das hört überhaupt nie auf. Ich vermute, hier sieht man das, das sieht recht neu aus, dass hier ein neuer Radweg, neue Bürgersteige und einhergehend damit vermutlich auch eine neue Straße entsteht. Straße weiß ich gar nicht, vielleicht bleibt die aber auch. Weil bislang haben sich Fußgänger und Fahrradfahrer immer hier dieses Teil geteilt. Und da wird jetzt was gemacht, das ist für Fußgänger und Fahrradfahrer ja doch sehr erfreulich. War sauer. Ui. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Wahrscheinlich, dass ich die ganze Zeit jetzt mit Blick auf den See marschiere. Das ist mitnichten so. Aber zum Wandern oder Spazieren gehen ist das hier extrem cool. Und ich komme ja jetzt gerade frisch aus der Stadt und ich kann euch sagen, also locker 10 Grad Unterschied hier. Die Luft ist frisch, die kann man atmen, die ist nicht so trocken. Geil und mad. Also das macht Spaß. Ja, nach links geht es nach Ratingen, da möchte ich jetzt nicht hin. Da gibt es in 1,9 Kilometern einen Entenfangsee. Mit Campingplatz sogar, wie ich das sehe. Aber Enten wollen wir jetzt nicht fangen. Wir wollen nach rechts 600 Meter Richtung Sechseenplatte. Und S-Bahn Mannheimer Ort, S-Bahn Ratingen. Und hier geht es nach S-Bahn Rahm und S-Bahn Großenbaum. 3 Kilometer, 4,8 Kilometer. Also man kann an die Sechseenplatte sehr gut mit den Öffentlichen wohl anfahren. Das ist doch eine schöne Sache. Und wir machen jetzt da lang, weil ich denke, da geht es Richtung Brücke. Geringste Ahnung, was das hier ist. Aber ich vermute mal, wir haben hier drei verschiedenfarbige Pfeile.
und die Zahl 15, dass das irgendwie eine Markierung für einen Wanderweg ist. Und die drei Pfeile, ja, unterschiedliche Längen sind, die man laufen kann. Und wenn ich mich da im Vorfeld informiere, dann weiß ich vermutlich auch, welchem Pfeil ich folgen muss. Ja, hier geht es ja schon hoch, die Brücke. Das ist ja schon einer meiner Träume wahr geworden. So schnell können Träume wahr werden. Das ist unglaublich. Ich muss jetzt so ein bisschen aufpassen. Hier sind ja auch viele, viele Menschen auf der Brücke. Aber die Aussicht, die ist schon toll. Guckt mal da. Das ist der Wolfsee. Die andere Seite weiß ich nicht, ob das immer noch ist. Oder ob das schon wieder ein anderer See ist. Aber hier mit Schwimmbad und da hinten geht's weiter, das ist ein Riesending. Wir werden heute auch nicht alles laufen. Das schaffe ich heute gar nicht. Ja, coole Nummer. Und jetzt geht's wieder runter. Und dann schauen wir mal, was wir noch zu sehen kriegen. Also ihr habt das ja auf der Brücke auch schon gesehen, dass rechts und links ein See war. Und so zieht sich das jetzt auch fort gerade. Wir gehen hier durch so eine, lasst es mich Landzunge nennen, zwischen diesen beiden Seen durch. Würde ich den rechten See weiter verfolgen, wäre ich wahrscheinlich viel schneller wieder am Auto, als mir lieb wäre. Das hätte sich nicht gelohnt. So mache ich einen Schwenker doch um den linken See, den nehme ich noch mit. Aber wie gesagt, die komplette Sechsseenplatte, das wird heute nicht möglich sein. Hier ist das Schwimmbad Wolfgangsee. Das war auch von der Brücke gesehen haben. Freibad, ganz interessant. Prost! Ich würde auf einen Junggesellenabschied schätzen, war geil. Die hatten gute Stimmung. Also wer die totale Abgeschiedenheit von der Menschheit sucht, denke ich mal, da wird dann eine Sechsseenplatte kein Glück haben. Es sei denn, man sucht sich einen Tag in der Woche aus und heute ist Wochenende. Viele sind in den Ferien, viele aber auch nicht. Aber das zeige ich euch mal, das haben die hier sehr schön, ein sehr, sehr cooler, großer Spielplatz für Kinder. Und da sogar noch ein Haus, wenn es zur Not regnet, dass man sich da unterstellen kann. Finde ich wirklich gut. Schon schön hier. Das kann man nicht anders sagen. Siehst du, einmal umgedreht, schon wieder ein schönes Fotomotiv gefunden. Das macht Spaß. Ich denke nicht, dass die heutige Wanderung. Und eine richtige Wanderung, die fängt ja eigentlich erst ab 15 Kilometer an. Das ist ein Spaziergang. Und ich denke nicht, dass der dazu beiträgt, dass ich die Schuhe beurteilen kann.
Aber ich habe das Gefühl, dass sie gut sind. Und dann kann so ein Spaziergang, wenn man da mehrere von macht, definitiv dazu beitragen, die Schuhe einzulaufen. Und das ist ja nun mal wichtig, wenn es dann zu einer echten Wanderung kommt, dass die Dinger eingelaufen sind. Und das haben die sehr häufig hier gemacht. Das gefällt mir sehr gut. Viele Bänke mit einem Blick direkt auf den See. Also das, hier kann man sich mit einem Picknick mal hinsetzen. Dann geht es hier überall auch nochmal so rein, wenn man nicht die Hauptroute laufen will. Wir gehen jetzt hier lang. Und dann fällt mir noch ein, dass dies eigentlich eine sehr gute Gelegenheit ist, euch allen Danke zu sagen. Ich habe diesen Kanal gestartet nie unter dem Fokus, mördermäßige Follower zu haben und hast du nicht gesehen. Und das werdet ihr sicherlich auch schon gemerkt haben. Ich bin nicht der Typ, der jetzt auf Follower-Fang ist. Und das sollte für mich lediglich immer, und das ist es bis heute eigentlich auch noch, sehr schön. Das sollte für mich immer so eine Art modernes Fotoalbum sein, so dass ich später noch mal gucken kann oder auch meinen Enkel später mal gucken kann. So der Opa, was war das denn überhaupt für einer? Wie hat der getickt? Und ich denke, das sind solche Filme sehr gut für. Nichtsdestotrotz würde ich lügen, wenn ich sage, es freut mich nicht, dass das, was ich da mache, ja anscheinend irgendwo auch bei anderen Menschen Freude findet, Anklang findet und denen das sogar wert ist, die Follow-Taste zu drücken. Das bestärkt mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Es bleibt dabei, ich bin da nicht krampfhaft auf Follower-Fang, aber ich freue mich, und warum ich mich jetzt ganz besonders freue, blende ich euch hier an dieser Stelle mal ein. Das ist nämlich der Punkt, wo wir heute stehen. Und das wird dann wieder mal nach unten korrigiert und das wird mal wieder drüber korrigiert. Und irgendwann stabilisiert sich das da. Das geht immer so und wächst wieder ein bisschen. Ist doch schön. Und dafür bedanke ich mich bei euch und ich hoffe, dass ich euch weiterhin die Bilder einfange, die euch auch gefallen. Und hier kann ich gar nicht aufhören zu filmen. Also die 6-Seen-Platte macht schon Spaß. Das kann man nicht anders sagen. So viele Stellen, an denen man verweilen kann und kann gucken. Und, aber jetzt drehe ich euch nochmal hier. Weil guck mal, hier wohnen echt Menschen. Ey, wie geil ist das denn? Nicht schlecht. Der Specht. Wenn ich so auf die Komoot-Karte gucke, habe ich den schrecklichen Verdacht, als dass es mit dem am See langlaufen jetzt schon vorbei ist. Jetzt laufen wir tatsächlich, ich denke, hier geht es lang, weil ich jetzt nichts verkehrt gemacht habe. Aber vermutlich wird jetzt nur noch sowas kommen. Sollte es anders kommen, seid ihr natürlich dabei. Das ist sehr schade. Ich hätte heute wirklich viel weiterlaufen können und auch viel mehr, hätte viel mehr sehen wollen als das, was wir bislang hatten. Aber wie gesagt, das war nur eine spontane Kleingeschichte. Zu Hause wartet ja noch jemand mit Essen auf mich. Und infolgedessen muss heute Schluss sein. Aber das sind wahrscheinlich die Häuser, die wir gerade gesehen haben, die ihren Zugang dann direkt zum Wasser haben. Ich kenne mich nicht aus, aber ich tippe mal jetzt auf Nicht-Sozialbau. So sind wir jetzt weg vom See. Das ist sehr, sehr schade.
Aber es ist so. Und wir nehmen es so und genießen alles immer so, wie es kommt. So, es gibt Neuigkeiten. Also ich könnte jetzt wirklich da geradeaus weiterlaufen. Dann würden wir auf direktem Wege zum Auto kommen. Und das schon alsbalden. Ich habe aber mit meiner Freundin telefoniert, die hat mir noch ein bisschen Freizeit gegeben. Und das heißt, wir werden jetzt einen Schlenker nach rechts machen und werden das nochmal laufen, was wir auf dem Hinweg schon auf den ersten 1-2 Kilometern gesehen haben. Aber werden vorher noch was anderes zu sehen bekommen und aber so komme ich nochmal ins Wasser. Also das hätte ich jetzt arg schade gefunden. Und so gönnen wir uns das heute mal. Dann geht's hier jetzt rechts rein. Seebütchen. Das mutet ja auf jeden Fall schon mal wieder nach Wasser an. Ah, wir landen wieder an dem Freibad Wolfsee. Cool. Und alte Bekannte trifft man hier auch. So ist es nicht. Schaut mal da. Hör mal, ich war ja viel schneller als ihr! Geile Wart. Ja, hier ist also ein öffentlicher Parkplatz. 7 Tage die Woche kostenlos. Ich werde euch jetzt groß keine Informationen einstellen oder so. Mein Gott, Google Maps. Duisburg, 6 Seenplatte und ihr kriegt alle Informationen, die ihr braucht. So, wir gehen jetzt hier von dem Parkplatz mal runter, weil hier ist ein Gehweg, den wir nutzen werden. Da geht's lang. Und so machen wir das. Schaut euch mal diese Bienenwiese. Dieses, ich weiß nicht, wie man sagt, urbane Gewächs, auf Englisch ja auch Urban Gewächs. Aber es sah sehr schön aus. Ja, hier schließt sich der Kreis. Ne? Hier ist wieder das Freibad und wir sind nach da gegangen. Und jetzt geht es zum zweiten Mal heute über die Brücke. Ja, wenn das nichts ist, verdammt nochmal. Hier haben wir die Brücke, über die es jetzt wieder drüber geht. Der Turm fällt mir ein, da waren wir schon mal zusammen, als ich mit dem Fahrrad hier war. Da waren wir heute nicht. Da habe ich aber auch jetzt keinen Hinweis so gefunden. Vermutlich wäre ich in die Richtung gegangen. Aber mittlerweile ist es ein bisschen zu spät dafür. Aber ich zeige euch den gleich mal noch von der Brücke. Da haben wir den Turm. Ja, da hätten wir ganz anders laufen müssen. Das war in dem Moment, wo ich mich für die Brücke entschieden habe, schon vorbei. Ja, am Horizont kann ich auch schon wieder Bauzäune ausmachen. Ich denke, dass wir dann schon mal wieder, ja, da geht es wahrscheinlich wieder Richtung Auto so langsam. Ja, was ist das denn für eine coole Nummer? Das ist öffentlich zugänglich hier. Ich habe Mörderangst, was meine Schulter macht. Ich wollte ja längst schon mal mit Sport angefangen haben. Da waren wir auch heute zu verabredet.
und ist aber abgesagt worden. Ich glaube, ich probiere das mal. Und wenn das in der Schulter wehtut, dann habe ich Pech gehabt. Aber ich probiere das mal unbedingt. Mal sehen. Das finde ich ziemlich cool hier mit den Paletten. Jo, oh wei. Erste Mal Schulterbelastung und dann gleich so Hardcore, ne? Ich spüre nichts. Hoffentlich bereue ich es nicht. Naja, wir versuchen es jetzt mal. Nee. Nee, Training ist angesagt, Leute. Das war mal gar nicht. Na, hier wird aber jetzt mal so ein richtig cleaner Wanderweg angelegt. Naja, ich denke, soll auch zum Fahrradfahren geeignet sein. Na, ihr Schnattergänse, alles gut bei euch? Und an dieser Stelle mal liebe Grüße an den Benni. Wir waren am Mittwoch verabredet zu einer sehr schönen Wanderung, die uns der Benni da rausgesucht hat. Endlich mal wieder nach langer Zeit. Und was ist passiert? Ich musste die berufsbedingt absagen. Meine Chefin hatte sich da irgendwie mit der Personalplanung vertan und brauchte mich am Mittwoch. Und hat mich dann am Dienstagnachmittag gefragt, du, kannst du nicht morgen kommen? Ja, was soll ich machen? Und insofern musste ich für Mittwoch den Benni absagen. Aber wir werden das nachholen. Und so ganz sinnlos war die ganze Aktion ja heute nicht. Jetzt habe ich meine Wanderschuhe getestet. Ich kann jetzt weder was groß Positives noch Negatives feststellen. Positiv höchstens, ich spüre die Schuhe im Moment nicht an den Füßen. Jetzt sind das aber auch nur 7 Kilometer. Aber wenn die ganz verkehrt wären, denke ich, hätte ich jetzt schon Probleme. Und da das Echtleder-Schuhe sind, werden die sicher noch so ein bisschen einlaufen und anpassen. Von daher bin ich guter Hoffnung. Ich denke, ich habe alles richtig gemacht. Jo, ich denke, euch haben die paar Bilder, die ich eingefangen habe, auch gut gefallen. Und die Duisburger 6-Seen-Platte kann ich nur empfehlen. Und hier kann man auch mehr Zeit als jetzt die kurze Zeit, die ich hier verbracht habe, verbringen. Hier geht mehr. Und hier gibt es noch viel mehr zu sehen. Und insofern wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf meinem nächsten Film wieder mit begleitet. Bis dahin, bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss.